Die Kreisstadt Mühldorf am Inn ehrt ihre Jubilarinnen und Jubilare jetzt einmal monatlich bei einer gemeinsamen Feier. Erstmals fand diese Ehrung im neuen Format am Freitag, den 27. Januar, im Ökonomiestadl an der Spitalgasse statt. Angedockt an das Seniorenforum, das sich regelmäßig dort trifft. Eingeladen werden zu den Veranstaltungen alle Bürgerinnen und Bürger, die 80, 85, 90, 95 oder 100 Jahre alt geworden sind oder den 50., 60. oder 65. Hochzeitstag gefeiert haben. Beim ersten Mal durfte Bürgermeister Michael Hetzel 8 Bürgerinnen und Bürger begrüßen, die kürzlich einen hohen runden Geburtstag begehen konnten. Hinzu kamen 4 Ehepaare, die seit 50 oder 60 Jahren verheiratet sind, insgesamt also 16 Jubilare. Wie ist man aber auf diese Idee gekommen? Wie man darauf gekommen ist, Mühldorf wächst, wir haben ja über 22.000 Einwohner und dadurch wachsen natürlich nicht nur die Kinder in die Kita, sondern es wachsen natürlich auch die Seniorinnen und Senioren in unserer schönen Stadt und dadurch ist es einfach mittlerweile ein gewisses Zeitproblem. Wir haben im Durchschnitt so 40, 50 Ehrungen im Monat, wenn man rechnet, ein bisschen dort bleiben, hinfahren, zurückfahren, über eine Stunde, dann ist es mittlerweile über eine Woche Arbeitszeit am Stück. Und das ist einfach bei den vollen Terminplan sehr, sehr schwer darzustellen. Deswegen habe ich mir ein bisschen umgekehrt, wie es andere Kommunen in der Umgebung machen. Die machen das bereits seit einigen Jahren, haben sehr, sehr positiv darüber berichtet. So habe ich mich inspirieren lassen. Und ich glaube, jetzt nach Corona ist das ein super Wiederstart, einfach mit den Gratulationen. Stimmung ist gut, alle sind begeistert. Und ich glaube, dass wir da ein schönes Format haben. Die ältesten anwesenden Jubilare waren Sigismund Krause und Helmut Sperrmann, die in diesem Monat 85 Jahre alt wurden. Auf 60 Jahre Eheglück konnten Hertha und Adolf Kunzmann zurückblicken, die vor wenigen Tagen ihre diamantene Hochzeit feierten. Die Jubilare freuten sich sehr über diese Auszeichnungen, wie zum Beispiel das Ehepaar Unterreiter, die genau an diesem Tag ihr 50-jähriges Ehejubiläum hatten. Das hat uns riesig gefreut. Wir haben 2020 vom Chiemgau da runtergezogen. Und dann haben wir gesagt, irgendwann, wenn wir das haben, werden wir schon im Brief was drin haben. Nein, wir waren richtig überrascht, dass wir das gekriegt haben und haben wir gesagt, da gehen wir auf alle Fälle hin. Und wie schafft man denn 50 Jahre in der Ehe? Gibt es hierfür einen Tipp? Wenn man das erreicht, mal mit Toleranz nachgeben, mal ganz einfach und auf einen zugehen und wenn man streitet, dann wieder das alles wegmacht und ganz einfach. Es ist mir eine Ehre, Ihnen alle zu Ihren stolzen Jubiläen gratulieren zu dürfen, beglückwünschte Bürgermeister Hetzel seine Gäste. Das Schöne an unserem neuen Ehrungsformat ist das gemütliche Miteinander, die gemeinsame Feier im Rahmen des Seniorenforums. In der Vergangenheit gab es ein Gemeinschaftserlebnis dieser Art nicht. Zu den Gratulantinnen vor Ort zählten auch zweite Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sonntag und Seniorenreferentin Claudia Hausberger. Auch die Leiterin des Seniorenforums in Mühldorf, Christine Matschi, ist sehr beeindruckt vom neuen Format. Ganz einfach so, man kann zwei Sachen miteinander verbinden. Erstens ist es für den Bürgermeister fast unmöglich, jeden Einzelnen zu Hause zu gratulieren. Und zweitens haben wir sowieso ein wunderschönes Angebot, das von der Stadt mitfinanziert wird, indem wir monatlich sehr, sehr schöne Angebote haben, wie zum Beispiel heute die Stadtbaumeisterin Birgit Weichselgartner, die uns über Barrierefreiheit in der Stadt informiert. Wir haben zweimal im Monat meistens Veranstaltungen, entweder ein Gesundheitsquiz, einen Apotheker, der uns informiert, oder wir besuchen den Landrat im Landratsamt oder wir haben die Bezirksrätin Claudia Hausberger da, die uns über ihre Arbeit informiert. Also sehr, sehr interessante Themen. Ja, aber was ist dieses Seniorenforum genau? Wir sind immer hier im Ökostadl bei Vorträgen. Wir gehen aber auch vor Ort. Also wir versuchen Einladungen zu bekommen, zum Beispiel haben wir die Firma Odu besichtigt, weil du fährst vorbei und es sind jede Menge Autos da und du fragst dich, was wird denn da überhaupt produziert oder was geht da vor sich? Und wir wollen alle Senioren dazu einladen, die Senioren der Stadt,
Das kann also über 60 sein, wer sich halt zu Senioren dazu zählt. Und es sind einfach Dinge, die man normalerweise vielleicht nicht so bekommt, solche Informationen oder Vorträge oder Besuchungen. Früher waren Hausbesuche bei runden Jubiläen üblich. In einer wachsenden Stadt mit insgesamt mehr als 22.000 Einwohnerinnen und Einwohnern lässt sich das organisatorisch nicht mehr bewältigen. Seit Beginn der Corona-Pandemie konnten Ehrungen ohnehin nur auf postalischen Weg stattfinden. Es freut mich sehr, dass persönliche Gratulationen wieder möglich sind, so der Bürgermeister. Natürlich haben die Ehrung verdient, also man muss allein in der heutigen Zeit, mal jetzt bei den Hochzeitstagen, man muss für 60 Jahre, 50 Jahre mal zusammenbleiben, nicht nur jetzt einmal körperlich, dass man zusammen, es überlebt jeder, aber dass man es auch schafft, wenn man sich heutzutage anschaut, wie viele Scheidungen es gibt und sonst was, also das ist aller Ehren wert und ich glaube, dass das einfach auch eine Ehrung wert ist, auch die Geburtstage und ich glaube, es ist einmal schön, wenn man sich nicht der Bürgermeister einlädt, das ist immer aufregend. Man muss einen Kuchen bauen, man muss einen Kaffee machen, einer muss aufdecken, abspülen. Und so ist einmal ein entspannter Nachmittag mit geselligen Leuten, zu dem man eingeladen wird, wo man sich um nichts kümmern muss. Und das, glaube ich, ist schon eine schöne Sache und ist auch eine Wertschätzung für die Leute. Die nächsten Ehrungen finden wieder im März 2023 statt.